Willkommen zurück zur Rattenbande. Ich weiß, es war jetzt eine lange Zeit, aber ich hoffe, dass ihr noch immer Spaß an meinen Videos habt. Und Entschuldigung für die Wartezeit, aber mit der Schule war es jetzt erst gerade stressig. Und jetzt hat ja auch die Chili und die Brownie einen Tumor. Und wir reden jetzt gerade rüber mit der Brownie jetzt Operationen gegeben. Aber damit reden wir mal das nächste Mal. In dem nächsten Video, wo es dann bald kommt. Aber heute Abend wollte ich euch einfach mal zeigen, so wie, was man sich denken muss bei Ratten holen, was man von Internet, was man von Büchern bekommt und was ich mit meinen eigenen Ratten so erfahre. Also als erstes haben wir hier die Farbrattenentscheidung zwischen Männchen und Weibchen. Also Rattenweibchen stinken nicht so wie Männchen, weil Männchen haben einen Geruch an sich, weil sie sehr gerne pinkeln, überall in den Ecken, weil sie ja wollen ihr Territorium marken. Und Weibchen sind kleiner als Männchen, sagen in der Größe von des Wiegens und ja. Aber Weibchen, die klettern gern, die springen gern. Dafür tun die Männchen sehr gerne schmusen, aber sie sind sehr ruhig. Der Nachteil an Weibchen ist halt, dass sie sehr viel nagen. Der Nachteil an Männchen ist halt, dass sie immer stinken. Aber Weibchen sollten so 300 Gramm sein, solange Männchen so 500 bis 600 Gramm sein sollen. Also das war eine kleine Entscheidung, was ihr davon denkt. Was ich jetzt mit meinen Ratten erfahren habe, ist, dass meine Weibchen sind halt sehr aktiv. Die springen auch gerne aus dem Auslauf, obwohl es 1 Meter hoch ist und ein bisschen größer. Die Weibchen tun sehr gerne lernen, sind sehr intelligent, sind auch die Männchen, aber die Männchen sind eher ruhiger und schmusen lieber und sind einfach mehr auf dich fixiert. Kommt darauf an, ob ihr mehr eine Ratte wollt, wo ihr damit spielen könnt und einfach trainieren könnt, oder eine Ratte, wo ihr lieber schmust oder einfach es ruhig und Fernseher oder so sehen wollt. Der Muffin ist jetzt auch verspielt, muss ich sagen, aber jetzt, wo er ein Jahr alt ist, ist er schon eher ein Männchen. Das merkt man ja schon. Die Männchen genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Also, bei einem Weibchen sind die Genitalien sehr zusammen, solange sie beim Männchen ein bisschen mehr weg sind. Also, da sieht man auch, wo das ist, und die Weibchen haben auch die Zitzen hier. Solange das Männchen ein bisschen dünner da ist, aber sie sind trotzdem dicker. Und da haben die auch Eier, wo halt sehr groß werden. Also wenn ihr das jetzt nicht so gerne habt, dass die Privatsphäre ein bisschen größer wird, dann vielleicht wollt ihr entweder das kastrieren oder einfach ein Weibchen nehmen. Weil es kommt darauf an, manche Leute nervt es. Der Muffin hatte mal, aber den musste ich kastrieren, weil seine Schwester ist ja Mädchen und der Nachwuchs ist sehr schnell. So, viele denken, Wanderratten sind so wie Ratten. Wanderratten aber übertragen Krankheiten. Sie stinken und sie sind sehr aggressiv. Sie kommen aus der Kanalisation und es gibt sehr viele davon. Solange Farbratten nur ein bisschen davon gibt und sie können draußen nicht überleben. Die Farbratten können draußen nicht überleben. Und Wanderratten sind auch viel größer als Farbratten. Die können jetzt Palmratten sein, die können Kanalsratten. Aber die normale Wanderratten sind etwa so groß wie ein Babykätzchen. Also so ein 2 Monate altes Babykätzchen. Also sind schon sehr groß. Und ich würde da wegstehen, weil die haben auch viele Krankheiten. Aber die Farbratten brauchen ein Zuhause. Die Naturgeschichte der Farbratten ist, dass Farbratten stammen von der Wanderratten. Aber sie waren gemacht, dass sie Haustiere sind. Farbratten gibt es eben nicht mehr davon so viel. Deswegen ist die Art bedroht.
Ihre Klasse ist Säugetiere, ihre Ordnung ist Nagetiere, Unterordnung sind Mäuseartige, die Familie ist Mäuse und die Art ist 1 Wanderratte, 2 Farbratte und 3 Hausratten. Natürlich gibt es auch noch Dumbo und auch die Sachen. Aber wenn ich euch wäre, dann würde ich einfach eine Farbratte nehmen. Eine Farbratte ist eine Ratte für dich. Hausratten sind die meistens einfach im Haus, die will man nicht im Haus haben will. Die sind so oben in der Scheune oder einfach so. Und die Wanderratten sind halt die sehr aggressiven. Die Hausratten, die haben Angst, aber sie sind keine Haustiere. Farbratten sind die Haustiere. Auch ich würde jetzt eine normale Farbratte, die originale Farbratte, vorstellen oder sonst Dumbo, aber ich würde jetzt nicht die mit den Curly Hairs oder die mit gar keinen Haaren, weil das sind jetzt auch Mistbreeds, wo jetzt auch nicht so, es ist sehr ungut für die Ratte. Und vor allem, Ratten brauchen ihren Schwanz zum Balancieren, also nehmt keine Ratte, die keinen Schwanz hat, weil das kann zu Depressionen und alles, wo man nicht will, führen. Na, Ratten sind sehr schlau. Man kann sagen, dass die Ratten sogar so schlau sind wie ein Mensch. Ratten trainieren auch bei der Polizei für Minen, weil sie so klein sind und wiegen nicht viel. Plus viel weniger Zeit verbringen Leute, denen zum Beibringen und die haben das so schnell. Und die benutzen jetzt Wildratten für das, aber auch Farbratten, weil beide sind sehr, sehr intelligent. Man kann sie sehr gut trainieren. Wanderratten aber kann man auch trainieren, aber sie sind sehr aggressiv, also würde ich das jetzt einfach nicht zu Wanderratten, die beißen. Und man kann ihnen sehr gut Klickertraining beibringen. Wie man jetzt da hinten sieht, hier, haben wir eine Farbratte, wo da einfach so klettert. Nein, Vorurteile gegen Farbratten. Ratten stinken. Ratten stinken nur, wenn ihr Unterhalt nicht sauber gemacht wird. Das stinken auch wir, wenn wir jetzt unsere Hosen kacken würden jeden Tag und wir würden das nicht sauber machen, dann würden wir doch auch stinken. Das ist ein Vorurteil. Und Weibchen riechen angenehm. Wenn sie nichts über Ratten wissen, dann stimmen sie zu, weil die natürlichen Wanderratten von Opfern leben. Davon sind Farbratten weit entfernt, weil sie leben in einem Haus. Weit entfernt von Schmutz und genannt Hausratten. Also die Farbratten, die haben ein sehr kleines Immunsystem mit ihrer Nase. Also können sie sehr schnelle Bakterien einfangen, wenn nur Staub in die Nase kommt. Haltung. Der Käfig sollte nicht neben der Heizung sein. Die ideale Raumtemperatur liegt zwischen 18 und 23 Celsius. Es kann auch weniger oder mehr sein, einfach nicht zu weit entfernt von der hauptsächlichen Angabe. Sie können sich erkälten wegen dem kalten Windstoß von der Lüftung, also tut den Käfig weg von der Lüftung. Man darf sich nicht in die direkte Sonnenstrahl halten von draußen, also platziere den Käfig nicht gerade an ein Fenster. Ein großer, gemütlicher Käfig und für sie mit Spielplatz. Also ein Auslauf würde ich ja nennen. Spielplatz. Und der Käfig muss halt auch groß sein. Und ich würde so 2 Versteckmöglichkeiten für eine Ratte. Also habt ihr jetzt 4 Ratten, 8 Versteckmöglichkeiten in einem Käfig. Die Gitterstäbe müssen auch 1-5 cm voneinander Entfernung haben, weil sie rausschlüpfen können. Also das ist... Sie können nicht sehr viel haben, deswegen muss man sehr aufpassen da, weil Ratten können sich anpassen. Alles, wo so groß ist wie ihr Kopf, können sie durchgehen. Also sagen wir, wenn jetzt so ein kleiner, wenn der Kopf so groß ist, aber der Bauch ist so groß, ist egal. Sie können trotzdem da durchgehen, weil die Rippen können sich anpassen und so schränken, dass sie da durch können. So ist der Körper gemacht. Die Käfig ausstatten, Trockenfutter und Beifutter. Beifutter ist so wie einfach Salat, einfach Menschenfutter. Nicht scheiße, sondern ich würde gerne so Salat und Gurke und so haben.
kein Katzenfutter oder Hundefutter bitte. Das kann irgendetwas mit dem Magen sein. Und Ratten können auch Vegetarier sein. Also ihr könnt euch ja, ihr könnt euch ja Ratte natürlich Fleisch füttern. Aber mein Muffin, der mag jetzt Chicken, Fleisch, er mag einfach Huhn oder Fleisch nicht. Er ist jetzt auch nicht der Beste mit Eier, aber er muss etwas Nutrition essen, also gebe ich ihm auch Ei. Aber bitte gib ihm kein Hundefutter oder so. Zerkleinerte Eierkartons werden auch gerne gebraucht. Oder Toilettenpapier und Küchenpapier. Ratten können ausbüchsen, wenn es einen Weg gibt. Zum Beispiel bei der Käfigstür. Deshalb benötigen sie einen Karabinerhaken, zumindest zu haben. Ratten bundeln ihr Leben gerne. Daher sollten sie Streuschicht 7 bis 10 cm dick sein. Achten Sie darauf, dass es kein staubfreies Einstreu ist. Gut, ich habe jetzt ja kein Einstreu, das hatte ich mein Leben lang nicht. Ich tue einfach Zeitungen oder so rein. Einstreu finde ich jetzt auch nicht gerade das Beste. Ich würde es jetzt nicht empfehlen, sondern ich will einfach so ein Creature Nation, wie ich habe, empfehlen. Spiel und Spaß für Ratten. Man sollte viele Spielideen haben. Wie Röhren, Seile und noch mehr Spaß. Spielsachen von Vögeln kann man auch verwenden. Versteckmöglichkeiten werden gut benötigt. Es sollte auch viel Platz zum Herumtoben sein. Hier haben wir Leute, wo echt tolle Sachen für ihre Ratten gemacht haben. Wie man hier sieht. Und hier, also so etwas benötigen Ratten sehr. Haltung, also bitte, keine Hamstergeräte, Räder und Kugeln sind ungeeignet. In Hamstergeräten können sie mit den Rücken ein Rückenproblem sein und können sie den Rücken brechen oder was auch immer. Einfach nichts Gutes. Oder Pfoten brechen, wenn es so ein Gitterrad ist. Die Kugeln für Hamster, nicht gut für, es ist egal was für ein Tier, einfach nicht gut. Weil die Kugeln benötigen Stress und Ratten, einfach kleine Haustiere sterben wegen den Toren. Kugeln jede Sekunde. Zu viel Stress und Ratten brauchen ihre Nase draußen, wo sie herinlaufen. In der Kugel wissen sie nicht, wo sie hinlaufen und viele finden das lustig und so, aber nein, wenn ihre Ratte nicht einfach draußen spielen kann, dann macht doch einen Auslauf, aber bitte nicht an einer Kugel. Sondern nehmt vielleicht ein alter Stiefel zum... Die mögen das, die mögen das. Käfigreinigung. Sie fühlen sich nicht wohl in einem Schmutz. Ich würde zweimal pro Woche den Käfig reinigen, kommt drauf an, wie viele Ratten. Auf keinen Fall Desinfektionsmittel benutzen. Es gibt extra so Rattensachen, wo man benutzen kann. Und man sollte auch die Käfigstangen reinigen. Meine Ratte zu Hause. Wenn eure Ratte scheu ist, sollten sie ein Oh mein Gott, sorry, es tut mir echt leid. Mein Wortschatz ist echt blöd heute. Aber sie sollten eine Begrenzung machen beim Freilauf. Man sollte die Ratten immer rassistisch im Käfig lassen, für so 2 Stunden pro Tag. Zutreuliche Ratten können auch selten im Haus schwierig zu fangen sein. Wenn ihre Ratte wegrennt, dann nicht hinterherrennen, sondern vielleicht hinterherlaufen, aber nicht zu schnell, weil sonst kriegen sie Angst und dann rennen sie noch schneller weg. Also, Ratten dürfen nicht in die Wilde frei sein ohne dich. Zum Beispiel im Wald oder im Garten. Ohne dich können sie sich verlaufen. Wenn Ratten Strecker sind, sollte man nicht lassen. Sollte man sowieso. Keine Kabel für Ratten. Also, weg damit. Ihr solltet die abdecken. Gefährliche Gegenstände wie Messer oder Bohrer ist absolut nicht erlaubt für Ratten. Also, das sind ein paar Sachen, wo ich euch einfach sagen wollte. Und Ratten lieben es, auf den Menschen herumzukrabbeln. Wo auch, vielleicht mögen ihr das nicht, aber Ratten lieben es, auf deiner Schulter herum zu sein. Die Futterspiele, ich habe viele Futterspiele. Natürlich können wir, ich habe auch ein Futterrollen-Video auf meinem Kanal. Und das ist halt echt sehr toll für Ratten. Und ja...
Die Erziehung, Ratten sind schlau und süß. Eine Schüssel mit Toilettenpapier und Kotkügelchen von ihnen selbst hineintun, macht, dass sie toilettenreinig sind, dass sie nicht einfach überall hinkacken. Habt ihr auch schon mal eine Käfigtour gesehen, dass sie schön dort hinkacken? Wenn die Ratte dich beißt, tu nicht deine Hand wegziehen. Ich weiß, es tut weh. Ich hatte jetzt schon 2 Millionen Bisse von Pepper. Weil die Pepper hat gerne ihre Privatität, aber manchmal muss ich sie einfach rausnehmen, weil sie ist dick und sie muss ein bisschen verlieren. Ich respektiere sehr Steffi. Sag einfach nein und bleib einfach so. Manchmal tun einfach Ratten aufs Versehen dich beißen, weil sie denken, du hast Futter in deiner Hand. Tu dich nicht bewegen. Du tust dich mehr verletzen, wenn du dich bewegst, und du tust die Ratte verletzen. Wenn die Ratte wirklich nicht losgibt, dann könntest du mal so das Ohr flicken oder so. Aber schrei einfach nein. Mach nichts anderes außer nein schreien. Ratten mögen es, wenn man sich sanft mit einer Zahnbürste streichelt. Das mögen sie sehr. Ratten dürfen nicht wirklich in das Wasser zum Baden gehen, sondern in einem feuchten Tuch. Gut, manche Ratten mögen Wasser, aber was ich würde machen, ist einfach eine kleine Wasserschüssel dort rein. Sie können dort baden, wenn sie wollen, aber nicht einfach so ohne ihr Wille einfach ins Wasser tun. Wenn sie in den Urlaub gehen, gibt es auch Rattentierheime. Sagen sie, man alles braucht und Käfigreinigung. Ortwechsel mögen Ratten gar nicht, aber sie werden damit umgehen, weil ich bin ja aus der Schweiz so nach Amerika gezogen. Ist gut gegangen mit der Chili und der Pepper. Der Verein der Rattenliebhaber bieten Unterschlupf im Urlaub. Duftsprache, wenn die Ratte scheu ist, dann gehen sie weg von dir. Eine bissige Ratte ist vielleicht krank, deshalb gehen sie zum Tierhospital. Wenn ihre Ratte bissig ist, dann solltet ihr auch vielleicht trainieren oder zum Tierarzt. Ernährung und Ernährungsgrundsätze. Sie können den Ratten nur einmal am Tag Essen geben, aber eine große Portion. Geben Sie den Ratten kein trockenes Kaninchenfutter oder Meerschweinchenfutter. 20 bis 30 Gramm Körnfutter am Tag pro Tier. Heu, Gras, Kohl oder Klee bitte nicht geben, weil es kann nicht verdauen und den Kohl führt zu Blähungen. Ratten können auch furzen. Also, das war's. Oh, hallo. Man kann mich da sehen. Okay, ich gehe zurück. Das war's. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Und ich bin jetzt in meinen Pyjamas. Also, ja. Und sehen uns nächstes Mal. Tschüss.